Die Zeiten sind unsicher, selbst die Kirchen sind geschlossen. Da brauchen wir Geschichten, die uns aufbauen und die uns von Vertrauen erzählen. Vertrauen in den Himmel, dass der Himmel für uns da ist. Und hier ganz besonders in unserem Programm Pater Pio ist es Pater Pio, der uns in dieser Situation beistehen kann. Und wie das aussieht, das möchte ich mit Ihnen heute teilen. Eine kleine Geschichte, die handelt von einer Konversion einer ganzen Gemeinde auf die Fürsprache von Pater Pio hin, eine orthodoxe Gemeinde in Rumänien, die sich konvertierte und die einen Weg geht, immer noch zusammen mit Pater Pio. Ja, das ist das Thema heute in Zeiten, die uns ja sehr, sehr schwierig erscheinen, aber die nicht aussichtslos sind. Denn auch wenn die Kirche, die katholische Kirche in Deutschland jetzt die Kirchen geschlossen hat und wir keine Gottesdienste mehr haben können und keine Messen mehr feiern dürfen, so ist der Himmel dennoch da. Und unsere Augen gehen nach oben, unsere Augen gehen hier, besonders da wir Pater Pio verehren, zu Pater Pio, der ja schon in der spanischen Grippe geholfen hat und gesagt hat, diejenigen, die um mich herum sind, denen wird nichts passieren. Diejenigen, die in der Gnade Gottes sind, denen wird nichts passieren. Und die sich an mich halten, wird nichts passieren. Was nichts anderes heißt, als dass derjenige, der sich an unseren Herrn hält, derjenige, der sich an die Mutter Gottes hält, dem ist geholfen und der braucht keine Angst zu haben und keine Sorgen zu haben. Pater Pio hat gesagt, Sorgen zu haben ist nicht richtig. Und wer Sorgen hat, der hat mangelndes Vertrauen. Ich weiß, das ist ganz leicht gesagt heute, aber das ist der Spruch von Pater Pio und an den können wir uns halten. Und das heißt, wenn wir Sorgen haben, schauen wir auf, schauen wir zum Himmel und bitten ihn wirklich um seinen Beistand. Mit gleichzeitig dem Versprechen, dass alles, was wir gemacht haben, auch wenn wir jetzt nicht zur Beichte gehen können und alles, was wir an schlimmen Dingen getan haben, dass wir das bereuen und wir müssen es wirklich bereuen. Und in dieser Zeit sind wir auch aufgerufen, dass wir diese Hoffnung, die wir haben, mit unseren Mitmenschen verbreiten. Wir werden wahrscheinlich in Kürze alle, auch in Deutschland sowie in Italien, in unsere Häuser zurückgeschickt werden und dürfen nicht auf die Straße. In diesem Moment können wir aber über das Internet, und das funktioniert ja Gott sei Dank, verbunden bleiben. Und diese Verbundenheit, besonders mit den Menschen, die allein sind und die keine Familie haben, ist ganz wichtig. Also bitte verbreiten Sie diese Videos, denn das Einzige, was der Zweck dieser Videos ist, dass sie Hoffnung verbreiten. Nämlich Hoffnung, dass wir nicht in einer Situation so allein sind, sondern dass der Himmel uns beisteht. Also liken Sie dieses Video, verbreiten Sie dieses Video überall, wie Sie können, teilen Sie es. Sie wissen, dass Sie nach wie vor lesen, unsere befreundeten Priester, die Messe am Freitag. Jeden Freitag wird an der Messe gelesen, in Ihren Intentionen, wenn Sie dieses Video verbreiten oder irgendein anderes. Und wenn diejenigen, die Teil der Pater Pio Familie sind, der Pater Pio Schützlinge, der Familie der Pater Pio Schützlinge, die sind natürlich eingeschrieben in alle Messen, die wir lesen. Die brauchen nur lesen lassen. Die brauchen nur sich in Gedanken die Intention zu formulieren, die sie haben. Und ich denke, wir sollten für alle beten, die krank sind. Wir sollten für alle beten, die allein sind heute in dieser Zeit und für alle beten, die hoffnungslos sind, damit sie Hoffnung bekommen. Die Hoffnung, dass ihnen jemand beisteht und dass der Himmel da ist und dass sie versichert sind, dass der Himmel da ist und ihnen diese Hoffnung einflößt. Und was können Sie noch machen? Sie können liken, Sie können den Kanal abonnieren auf jeden Fall. Und das ist unser besonderes Geschenk, was wir versuchen wollen, Pater Pio zu machen, zum 25. Mai, seinem Geburtstag. Am 25. Mai ist der Geburtstag Pater Pios und da wollen wir ihm 5.000 Abonnenten schenken. Zeigen wir ihm, dass der deutschsprachige Raum nicht verloren ist, sondern dass der deutschsprachige Raum einen ganz großen Teil
treue Pater Pio-Anhänger hat und die sich kümmern, nicht um ihn, das will er nicht, sondern um unsere Nächsten, weil die in Pater Pio eine Hoffnung schöpfen können. Es geht nicht um, Pater Pio hat das immer abgelehnt, er gesagt, es geht nicht um meine Person. Wenn sie kamen und sagen, danke für deine Gnade, die du mir gegeben hast, für meine Heilung, geh zu Mutter Gottes, geh in die Kirche, geh zu Mutter Gottes und danke ihr. Denn so hat er es immer formuliert, die Mutter Gottes hat ihm Seelen anvertraut und er musste diese Seelen ihm und ihr wieder zurückbringen in die Kirche, an ihr Herz. Und das hat er getan. Und das wollen wir mit diesem Apostolat machen, dass wir Pater Pio die Seelen zuführen. Und jetzt passen Sie auf, diese wunderschöne Geschichte ist genauso eine. Pater Pio förmlich geht an dieser Person vorbei und dann hören Sie, was passiert. Es geht um diese Bekehrung dieser orthodoxen Gemeinde und da geht es darum, dass die Mutter eines orthodoxen Priesters eben in Rumänien vom Krebs geheilt wurde. Diese Geschichte begann 2002 und Lucrezia, dieser Mutter dieses Priesters, Victor Tudor hieß der oder heißt er, ist ein rumänisch-orthodoxer Priester und bei ihr, der Mutter, wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Das ist aus einem Artikel aus Fratris in Unum, einer portugiesischen Seite. Dort habe ich diesen Artikel gefunden. Und dieser Lungenkrebs, so sagten die Ärzte, sei nicht operabel. Es gab bereits Metastasen und sie hatte wohl nur noch wenige Monate zu leben. In diesem Artikel heißt es dann weiter, angesichts dieser Situation wandte sich Pater Victor an seinen Bruder Mariano, einem auf Ikonografie spezialisierten Maler, der in Rom arbeitete. Damit hoffte er dort einen Arzt zu treffen, der seine Mutter in Italien behandeln konnte. Schließlich konnte er mit einem der in diesem Fach besten Ärzte der Welt in Kontakt treten, ein Römer offensichtlich, und der ihm auch zusagte, den Fall zu untersuchen, wenn er seine Mutter nach Rom schicken könnte. Also kam Lucrezia in Italien an, natürlich krank, und jeder wusste das in seiner Pfarrei. Der Arzt sah sie, aber musste ihr sagen, dass eine Operation nicht mehr möglich sei und dass sie nur mit einigen Medikamenten die schrecklichen Schmerzen lindern könne. Das ist für viele ein fürchterlicher Zustand zu wissen, jetzt ist es vorbei. Aber die Mutter war wohl sehr, sehr gläubig. Und was passiert dann? Die Mutter blieb eine Weile mit ihrem Sohn bei ihrem Sohn in Rom, dem Ikonografisten, und damit noch einige Tests durchgeführt werden können. In der Zwischenzeit arbeitete Mariano an einem Mosaik in einer Kirche und nahm seine Mutter mit. Dort sah sie ein Bild, das ihre Aufmerksamkeit erweckte. In einer Ecke der Kirche gab es ein Bild von Pater Pio. Die Frau war tief beeindruckt und fragte ihren Sohn, wer das sei. Dieser erzählte ihr kurz seine Geschichte und in den folgenden Tagen bemerkte der Sohn, dass seine Mutter ständig vor dem Bild des Heiligen von Pietrelcina saß. Wir sehen, das Bild hat eine Wirkung, wie ich das schon gesagt hatte, in der Form, dass Pater Pio hatte die Gabe bekommen, dass sein Antlitz und selbst nur sein Foto denjenigen, der es sieht, einen Nutzen bringt und sofort zugreift. Und das ist auch der Grund, warum wir die Bilder verbreiten, die Bilder von Pater Pio. Dieses ist eines, das Sie bestellen können. Unten unterhalb dieses Videos finden Sie den Link und da können Sie dieses Bild bestellen. Wenn Sie mehrere brauchen, jetzt habe ich doch tatsächlich wieder das Mikrofon vergessen. Oh, ich hoffe, das passt noch trotzdem. Ich glaube, Sie konnten mich trotzdem hören. Das müsste so gehen. Das müsste trotzdem so gehen. Sie können das bestellen unter dem Link. Wenn Sie mehrere brauchen, dann schreiben Sie uns über den Kontakt auf der Website. Wenn Sie mehrere zum Verbreiten brauchen, bestellen Sie diese Bilder, verbreiten Sie sie, denn das ist die Wirkung dieses Bildes und das ist
tausendfach mittlerweile bestätigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Pater Pio in den ganzen Häusern, in denen wir diese Videos schauen, tatsächlich ausgestellt wird und dass sie diese Bilder einfach verbreiten. Sagen Sie, es ist doch ein schönes Bild der Heilige. Jeder kennt eigentlich Pater Pio in irgendeiner Weise, hat von ihm gehört. Und wenn man ihn dann sieht, passieren Dinge, die außerhalb unserer Vorstellung sind, die außerhalb von unserem Erfahrungsbereich sind. Denn die Gnade greift direkt zu auf die Seele des Menschen, der da hinschaut. Also diese Mutter saß vor diesem Bild. Sie sprach mit dem Bild, als ob sie mit einer Person sprechen würde. So vergingen die Tage. 2 Wochen später gingen Lucrezia und ihr Sohn Mariano zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Aber zur Überraschung und zum Erstaunen der Ärzte und ihrer selbst war der sich schon im Endstadium befindliche Krebs, an dem sie litt, völlig verschwunden. Was für eine unglaubliche Gnade. Diese orthodoxe Frau hatte um die Fürsprache Pater Pius gebeten und der hatte geantwortet. Schauen Sie, wie stark er ist, unglaublich stark er ist, die Frau. Es gab wohl eine Kommunikation mit ihm. Er hat auf ihre Seele berührt, sie hat geantwortet und gesagt, ja, habe ich noch eine Chance? Wenn ich eine habe, dann bist wohl du es, der mir helfen kann. Und gerade heute ist das wichtig, dass wir diese Gnaden zugänglich machen überhaupt. Und deswegen machen wir das. Liken, abonnieren, teilen, bitte. Diese Erfahrung bewegte die ganze Familie, angefangen bei ihrem Sohn Viktor, dem orthodoxen Priester, der natürlich schon am nächsten Tag das hörte. Die wundersame Heilung meiner orthodoxen Mutter durch Pater Pio hat mich zutiefst bewegt und mich neugierig gemacht. Diese bis ihm dahin unbekannte Figur faszinierte ihn. Und schon wieder, eben natürlich, wenn das Wunder an seiner Mutter passiert, dann ist das natürlich stärker als lediglich das Bild. Aber der Ausgang war das Bild von Pater Pio. Er begann über das Leben von Pater Pio zu lesen und etwas in ihm begann sich zu verändern. Er erzählte seinen Gemeindemitgliedern von dem Wunder seiner Mutter und sie waren alle erstaunt, weil Viktors Mutter ihnen gut bekannt war. Sie wusste. Ja, er sagte es. Jeder kannte meine Mutter und sie wussten, dass sie nach Italien gegangen war, um einen chirurgischen Eingriff zu versuchen und dass sie bald geheilt nach Hause zurückkehrte, ohne dass ein Arzt sie operiert hatte. Dieses Wunder verwandelte nicht nur die Familie Tudor, sondern die gesamte orthodoxe Gemeinschaft, Gemeinde. Viktor erzählt uns, dass seine Pfarrei nach und nach Pater Pio kennen und lieben lernte. Wir haben alles gelesen, was wir über ihn finden konnten, und seine Heiligkeit hat uns überzeugt. Bald erhielten auch andere Kranke in der Pfarrei außerordentliche Gnaden von Pater Pio. Dennoch begann sich in dieser Gemeinschaft ein Problem zu ergeben, weil sie orthodox und gleichzeitig Anhänger eines zeitgenössischen katholischen Heiligen war. Natürlich gab es Spannungen dann. Wegen Pater Pio haben sich Pater Viktor und seine 350 Gläubigen schließlich entschlossen, katholisch zu werden. Was für eine große, große Gnade. Aus dem Schisma zurück in den Schoß der Kirche. Und schauen Sie, bei uns in Deutschland zumindest gehen, oder auch in Österreich, verlassen so viele Menschen die katholische Kirche. Hier treten welche ein. Warum? Weil sie einen authentischen Priester kennengelernt haben, der nicht mal mehr lebt, sondern der in San Giovanni bis vor 50, 51 Jahren gelebt hat, im Süditalien und dort Wunder gewirkt hat. Und deswegen kommen sie zurück zur katholischen Kirche. Aber nicht, weil sie die katholische Kirche sehen, wie sie heute ist und sie deswegen beurteilen von außen, sondern weil sie durch Pater Pio erkannt haben, was die katholische Kirche wirklich ist, nämlich von innen. Nicht, dass eine Kirche von Funktionären, sondern eine Kirche, die aufruft zur Heiligkeit. Und das
haben sie gesehen und deswegen sind sie allesamt katholisch geworden. Und sie gehören heute dem griechisch-katholischen Ritus Rumäniens an. Aber damit hielt es nicht auf. Erstmal hatten sie wahnsinnige Schwierigkeiten, selbst katholisch zu werden, weil das ist in einem kommunistischen Land und mit einer orthodoxen Mehrheit natürlich mit unglaublichen Problemen verbunden, mit der Politik und mit der Polizei und so weiter und so weiter. Aber sie haben es schließlich geschafft und dann ging es weiter, sie haben eine Kirche gebaut. Aber sie hatten natürlich kein Geld, aber sie haben gesagt, wir wollen die Kirche Pater Pio widmen und haben auf seine Hilfe vertraut. Schon wieder. In einem kommunistischen, ehemals kommunistischen Land, das arm ist, Rumänien ist kein reiches Land, eine Kirche zu bauen ohne Mittel bedarf eines großen, großen, großen Vertrauens. Und das haben sie gehabt in seine Hilfe. Und sie hatten sie schon fast fertig gebaut. Aber das Problem war, dass sie war eben nur fast fertig und sie mussten also, während sie bauten, in draußen, also während des Winters sogar auf der Straße ihre Messen feiern, was zu weiteren bürokratischen Hindernissen führte. Und immer wenn der Pater Viktor, naja, schließlich auch katholischer Priester, also griechisch-katholischer Priester wurde, zu seinem Bischof kam und mit seinen vielen Problemen verzweifelt ihn fragte, sagte der Bischof nur, und das ist wirklich sehr weise, das ist von Gott und all diese Dinge werden gelöst werden. Auch der Bischof hatte großes Vertrauen. Und plötzlich bekamen sie das Geld für das Bauland, auf dem die Kirche gebaut wurde. Das war wohl noch nicht bezahlt. Und das war natürlich eine enorme, enorme, große Summe, die ihnen half, dort weiterzubauen. Also die Kirche wurde fertig und der Priester, der Bischof fragte, wer wird denn der Patron ihrer Kirche sein? Und nachdem der Pater Viktor gesagt hat, dass es Pater Pio sei, lächelte der Bischof und versicherte ihm, Pater Pio wird sich die Kirche zu eigen machen. Das heißt, er wird sie drum kümmern. Und die Kirche ist jetzt Realität und der Pater Viktor hat aber nicht locker gelassen und gesagt, wir wollen ein kleines San Giovanni Rotondo bauen und hat tatsächlich noch ein Krankenhaus daneben gestellt, das gebaut wird, wohl jetzt im Moment, und in dem alte, verlassene, kranke, mittellose, unheilbar kranke Menschen versorgt werden sollen, so wie Pater Pio es in San Giovanni Rotondo wollte, eine Stelle, ein Krankenhaus haben, das heißt Haus zur Linderung der Leiden und nicht Krankenhaus. Er hasste das Wort Krankenhaus, er mochte es überhaupt nicht. Es soll ein Haus zur Linderung der Leiden sein und nicht nur ein Haus, wo man Kranke hineinbringt und vergisst, dass sie eine Seele haben, wie es ja heute leider viel zu häufig und fast in allen Krankenhäusern der Fall ist. Man denkt an die Krankheit, aber man denkt nicht an die Seele der Menschen. Und wir hören viele Fälle, jetzt sogar auch aus Österreich, wo Kranke eingeliefert werden, jetzt auch unter diesem Corona, mit Coronavirus und mit Symptomen. Und die Menschen müssen alleine hinein, sie haben Schwierigkeiten, an Priester zu kommen. Priester sind nicht erlaubt, in die Kirche zu kommen. Das ist das, was wir, in die Krankenhäuser zu kommen. Das wäre ausgeschlossen und in San Giovanni Rotondo. Pater Pio hat gesagt, eine Krankheit ist ja auch immer auch eine Gelegenheit, um über sein eigenes Leben nachzudenken und die Seele ist damit betroffen. Und ein Moment darüber nachzudenken, dass wir ein ewiges Leben haben und die Krankheit bremst uns und gibt uns die Möglichkeit, uns auch vorzubereiten und uns wach zu werden und uns hinzuschauen auf unseren wirklichen, auf unser wirkliches Ziel, was nämlich das ewige Heil ist. Und Pater Pio hat immer beides betrachtet, hat nie gesagt, okay, das ist der Körper und die Seele, die kümmere ich mich, der Körper, das ist jemand anders. Er hat immer alles beides zusammen gesehen. Und so hat der Pater Viktor genau das in Rumänien in Gang gebracht.
Und das soll uns Mut machen, auch dieses Apostolat voranzubringen. Denn, wie wir hören, dieses Bild, dieses Antlitz ist ein wunderbares Antlitz im Grunde genommen. Dieses Bild, das verschenken wir. Sie wissen, dass diese Bilder sind gesegnet. Und wenn sie gesegnet sind einmal, dann kann man sie nur verschenken. Bestellen Sie diese Bilder, verteilen Sie diese Bilder. Und wenn Sie können, schauen Sie, ob Sie ein Pater Pio-Schützling werden können. Schauen Sie in den Link unterhalb des Videos. Dort können Sie helfen, dass wir diese Bilder verteilen können, dass wir noch Tausende mehr, ich habe jetzt erstmal einmal 1500 Bilder gedruckt, dass wir 10.000, 20.000, 50.000 Bilder in ganz Deutschland verteilen können. Denken Sie daran, im Mai feiert Pater Pio Geburtstag und lassen Sie uns bitte ihm 5.000 Abonnenten in diesem Kanal schenken. Das soll unser Geschenk sein für ihn. Was heißt das für Sie? Verbreiten Sie dieses Video und klicken Sie auf Like, wenn Sie das noch bei anderen Videos nicht gemacht haben. Machen Sie das ebenfalls. Verbreiten Sie diese Videos. Die Menschen, die diese Videos sehen, werden berührt werden von diesen Geschichten über Pater Pio. Und das ist unser Ziel für dieses Apostolat. In dieser etwas sehr, sehr, ja, man kann fast sagen, hoffnungslosen Zeit, wenn man rausschaut, wenn man die Nachrichten anschaut, wenn man die Prognosen anschaut über die Wirtschaft, über das Gesundheitssystem und so weiter und so weiter. Wer kann uns da helfen, diese Hoffnung zurückzubekommen? Pater Pio, der ein Leben geführt hat, was unter menschlichen Bedingungen hoffnungslos wäre. Der war etliche Male wäre er fast gestorben an Fieber, an allen möglichen Dingen. Er hat gelitten sein ganzes Leben lang, aber er hat eben die Hoffnung gehabt, dass er das tut, weil es für unseren Herrn ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Lassen Sie sich nicht verwirren, sondern schauen Sie auf Pater Pio und vertrauen Sie sich ihm komplett und Ihrer Familie ihm an. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen.